Die Hügel von Istanbul können dich töten. Wenn du als Müllsammler arbeitest und ständig mit diesem Karren unterwegs bist, musst du dich daran gewöhnen. Ich mache diesen Job nun seit 15 Jahren. Ich arbeite 2 Monate in Istanbul, dann fahre ich in meine Heimat und komme wieder zurück. Eigentlich ist das kein guter Job, aber bei uns gibt es keine Arbeit, deswegen kommen wir hierhin. Wir Roma machen diese Arbeit wirklich gerne. Wenn ich jetzt einen Anzug anziehen würde, hätte ich ja trotzdem nur Augen für den Müll auf der Straße. Sonst würde mir etwas fehlen. Ich frage mich ständig, was ist in diesen Säcken? Ich bin jetzt in der letzten Klasse bei meinem Fernstudium an der FH. Danach mache ich die Aufnahmeprüfung für die Uni. Wenn ich hier bin, muss ich gleichzeitig arbeiten und lernen. Das ist manchmal ziemlich schwer für mich. Mein Müll war heute 25 Lira wert. Davon habe ich Obst, Gemüse, alles, was wir im Haushalt brauchen, gekauft. Das heißt, heute können wir mal wieder überleben. Wir haben uns gestritten, meine Ex-Frau und ich, über unnötige Dinge. Man kennt das ja, wenn der Film reißt, kannst du ihn nicht wieder zusammenkleben. Ich habe mich nicht getrennt. Ja, ich habe mich getrennt. Es war nicht einfach, aber wir haben uns getrennt. Es ist ein gutes Gefühl, hier zu sein. Es ist viel besser als in den großen Städten. Hier ist frische Luft und es ist der Ort, an dem wir geboren sind. Hier überleben wir mit der Viehwirtschaft, sonst gibt es nichts. Überall nur Steine. Wir alle fühlen uns auf dem Land sicherer. In Istanbul haben wir oft Angst. Es kann jederzeit alles passieren, weil wir Kurden sind. Ich träume, dieser Laden würde mir gehören. Dieses Atelier würde mir gehören. Ich wünsche mir, ich wäre so wie Sie. Und warum bin ich nicht so? Warum wurde ich nicht hier hineingeboren? Ich gehe zum Militär, aber die Situation ist nicht gut. Deswegen sind meine Eltern sehr traurig. Sie machen sich Sorgen um mich. Wenn Sie meinen Sohn in den Osten schicken, vielleicht trifft er dann auf andere Kurden von der Gegenseite. Dann kämpfen Kurden gegen Kurden. Das macht mir Angst.